Du bist müde. Du bist ein müdes Dry. Oder auch nicht. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier auf unserer Insel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht's natürlich weiter. Wir wollen unsere Insel erobern. Zurückerobern kann man ja eigentlich nicht sagen. Wir sind ja noch ziemlich neu hier. Aber nichtsdestotrotz, es ist unsere Insel. Das heißt, wir wollen hier auch früher oder später mal, ich weiß nicht, so ein bisschen länger überleben wenigstens vielleicht. Mal gucken, so ein bisschen eine gewisse Macht über unsere eigene Insel haben. Und nicht den ganzen Tag nur vor Zombies wegrennen. Ich glaube, da ist irgendwo einer in der Gegend, ne? Habt ihr es gehört? Der hat so ein Schleimbeutelgeräusch gemacht. Nicht so super cool. Also da werden wir heute ein bisschen weitermachen. Ich habe ein bisschen Metall geholt. Wir haben ja letzte Episode super viel Kristall geholt, was uns auf jeden Fall weiterhelfen wird. Das heißt, wir können uns dann endlich mal so ein Fernglas und sowas herstellen und so weiter und so fort. Ganz lieben Dank an euch für euren Mega-Support, für eure super lieben Kommentare und Tipps und Tricks. Da sind immer mal wieder Sachen dabei, die super interessant sind, die ich auch gerne weitergebe. Und das machen wir gleich. Ich habe da was rausgefunden, beziehungsweise ihr habt mir das mitgeteilt. Und ist tatsächlich immer wieder cool zu sehen, was man da noch alles lernen kann an ARK. Es ist jetzt nicht so, dass ich gestern angefangen hätte. Ich spiele jetzt auch schon ein paar Jahre und es kommen aber auch immer wieder so viele neue Sachen dazu. Und hin und wieder vergisst man dann auch mal was oder irgendwas geht einem dann doch mal durchs Netz. Und da gibt es echt viele coole Funktionen inzwischen. Okay, ja, wir stellen jetzt erstmal ein Fernglas her. Das wäre so, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir Kristall haben. Und wir haben ja jetzt Kristall. Das heißt, wir brauchen Fiberhide und ein bisschen Holz, ne? So, dann stellen wir uns so ein Fernglas her. Dann können wir direkt mal aus der Entfernung sehen, was uns da eigentlich immer angreift. Vielleicht bevor wir überrannt werden. Wenn wir ein bisschen Glück haben und rechtzeitig gucken, dann könnte das funktionieren. Mal schauen. Den Kollegen können wir wieder equippen. So. Und dann brauchen wir auch ganz dringend für viele Dinge Cementing Paste. Dafür brauchen wir aber dann hauptsächlich mal Chitin. Und Chitin haben wir noch nicht viel. Können wir mal schauen. Hier haben wir 87. Und ich glaube, hier haben wir auch noch so ein bisschen was. Nochmal 13. Also wir kommen noch nicht wirklich weit damit. Wir brauchen dringend Chitin. Das heißt, wir müssen so ein bisschen Insekten jagen gehen oder sowas. Oder wir gehen natürlich Biberdämme suchen. Aber der nächste See ist, glaube ich, ziemlich weit entfernt, der nächste Bibersee. Also das könnte schwierig werden. So, wir wollten auch mal eine Rampe bauen, ne? Das muss ich heute unbedingt mal machen, dass ich hier nicht mehr hängen bleibe. Wir starten auch mal die Produktion von Narcotics, weil auch etwas, was uns auf jeden Fall weiterhelfen würde, wären so ein paar mehr Dinos, die uns hier unterstützen. Die passen also ein bisschen auf mich auf und ich brauche dringend jemanden, der auf mich aufpasst. Das haben wir ja letzte Folge gesehen. Also da werden wir uns auch drum kümmern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe so ein bisschen getestet. Ihr habt mir nämlich in die Kommentare geschrieben, dass, wenn man H drückt, man genau sieht, wo man überall gestorben ist. Das ist was ich zum Beispiel noch nicht wusste. Das habe ich noch nie ausprobiert. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe das jetzt extra mal getestet, bin zweimal gestorben. Und dann ist ja normalerweise so, dass nur das letzte Mal noch angezeigt wird. Der letzte Punkt, wo man gestorben ist praktisch. Und der vorletzte nicht mehr. Und dann muss man wieder nach der Tasche suchen. Das hatten wir, glaube ich, vorletzte Folge, wo ich dann die Tasche nicht mehr wiedergefunden habe. Vielleicht hätte ich sie gefunden, wenn ich gewusst hätte, dass ich nur H drücken muss, damit die dann wieder kurzzeitig angezeigt wird. Super, super praktische Funktion. Ja, da bin ich natürlich auch so ein bisschen vorgeschädigt aus den Anfangszeiten von ARK. Da gab es all solche Gimmicks noch nicht, sondern da musste man seine Tasche dann entweder finden oder man hat sie halt nicht gefunden. Und meistens hat man sie dann doch eher nicht gefunden, weil diese kleinen Brotzeittüten hier oder was das ist, die sind doch ziemlich gut versteckt. Und so zwischen dem hohen Gras oder so findet man die nicht wirklich gut. So, schauen wir mal so ein bisschen, was hier in der Gegend los ist. Sieht eigentlich alles ganz gechillt aus, ne? Da unten sind ein paar Dodos. Das sind, glaube ich, immer Somn-Dodos in dem Mod-Paket. Also, mit denen... Oh, das ist ein Typ. Mit denen legen wir uns besser nicht an. Den lassen wir auch mal in Ruhe, der begreift gleich den Chalico da an. Und dann haben wir mit dem eh erstmal nichts mehr zu tun, glaube ich. Ich hoffe, das Chalico schafft den. Wir machen mal die Dodo hier weg. Da vorne ist ein Trike, das sieht ziemlich interessant aus. Das werden wir uns mal näher angucken. Wir haben, glaube ich, immer noch nicht genug Metall für die Waschmaschine, weil die kostet 250 Metall. Oh, das ist ein Pegomastax. Der will mich dann wieder beklauen.
Ich glaube, das da ist unser Trike. Das läuft hier schon ewig lange rum. Das hat eigentlich ein ziemlich gutes Level. Und das könnten wir mal anfangen zu zähmen eigentlich, ne? Theoretisch. Wir haben ja so ein paar Bären am Start und können uns dann so ein paar Narcotics herstellen. Vielleicht reicht das ja für so ein Trike oder wir nehmen einfach die Schleuder. Die habe ich auch noch dabei. Das heißt, wir packen ein bisschen Stein ein und dann craften wir uns ein paar Pfeile, ne? Und dann versuchen wir das einfach mal. Weil so ein Trike wäre, glaube ich, ein gutes Upgrade für uns. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall mal 28 davon. Dann stellen wir direkt mal so ein paar von den Trank Arrows her. Können wir das? Habe ich hier noch nicht gelernt? Narcotics und Arrows und so? Wir brauchen Trank Arrows. Die kosten ein Narcotic, das heißt, wir haben genau 28 dann. Einmal herstellen. Narcotic, Arrow, Trank Arrow. Auf geht's. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen in Hitpoints fast. Also Gewicht wäre auch ziemlich wichtig. Movement Speed sind wir jetzt bei 109%. Das bringt nicht so super viel, das noch weiter hoch zu leveln. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen in Hitpoints. Weil es doch relativ gefährlich ist hier, ne? Also zu Anfangszeiten ist das Modpaket schon wirklich, wirklich brutal. So viel kann ich mal sagen. Ich bin ja oft genug gestorben inzwischen. Ich denke, das hat man ganz gut mitbekommen, wie brutal der Anfang hier ist. Wir könnten jetzt mal die Mesh Keys Workbench herstellen. Genau, da ist die. Die kostet 12 Metall. Wir haben jetzt 26 am Start. Ein bisschen was kocht noch. Also einiges kocht noch. Müssen wir noch so ein bisschen warten. Aber die können wir jetzt schon mal herstellen und uns so ein paar neue Items craften vielleicht. Diese ganzen Z-Items, hier gibt es auch so Z-Spike-Walls, die sind wohl einfach irgendwie durch das Virus infiziert. Also man nimmt da dieses Zombie-Blut und schmiert die damit ein oder was. Und ich glaube, man kann dann andere Spieler damit infizieren. Bei Dinos hat das, glaube ich, gar keine Auswirkungen. Also da haben wir ja schon die Z-Pfeile verschossen und haben da eigentlich nichts wirklich gemerkt. Stell die mal dahin. Wird langsam ein bisschen eng hier, ne? Wir müssen, glaube ich, expandieren. Das ist die Meshkis Workbench. Die kennen wir, glaube ich, schon so ein bisschen. Die hatten wir schon ein paar Mal dabei. Da können wir uns so einen Alchemietisch herstellen. So ein Brazier. Einfach zum Wärmen und so. Und so ein Grill. Oh, ein Grill wäre ziemlich gut. Zum Braten und so. Der kostet halt auch 20 Metall. Müssen wir mal gucken. Der ist sogar richtig teuer, ne? Der Alchemietisch. Okay. Schauen wir mal, ob wir uns die Sachen herstellen. Jetzt im Moment, glaube ich, sind wir noch so ein bisschen sparsam. Wir gehen jetzt erstmal los und holen uns so einen Trike, weil das wird, glaube ich, das Wichtigste jetzt im Moment. Wir nehmen mal die... Oh, wir haben zu wenige Pfeile. Okay, wir brauchen ein paar mehr Pfeile. Dann stelle ich erst noch ein paar Pfeile her. Wir sollten auf jeden Fall gut ausgestattet sein. Das ist, glaube ich, so ein 76 oder was Trike. Das hat schon ein bisschen was drauf, wenn wir das zähmen wollen. Dann sollten wir uns da gut drauf vorbereiten, damit es auch wirklich was wird. Die Bäume dünnen sich doch so ein bisschen aus langsam. Also der eine oder andere fällt, weil wir einfach so viel Holz und Thatch und so brauchen. Also hier ist es ein bisschen lichter geworden. Ich hoffe, die respawnen dann irgendwann. So, Pfeile. Stone Arrow. Okay. Das sind schon mal ein paar. Und dann können wir uns direkt wieder so ein paar von den Trank Arrows herstellen, dass wir zumindest diese 40 oder was haben. Oder wie viel waren das? 28? Zu wenig auf jeden Fall. Aber besser als nichts. Trank Arrow? Okay, das sind dann noch 6. Und... Okay, das sind 28. Das ist echt nicht viel, ne? Wir müssen wahrscheinlich mit ein bisschen mit Steinen nachhelfen dann. Aber das sollte schon hinhauen. Wir gehen jetzt einfach mal los und holen uns dieses Trike. Go, go. Steine haben wir ja. Wir haben 108 Steine. Trank Arrows. Bam. Und dann fangen wir mal mit der Schleuder an und nehmen dann später einfach noch die Trank Arrows zur Hilfe. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass Dagobert da sich nicht mit einmischt. Das wollen wir nicht. Ist alles gut hier? Ich glaube, ist alles gut. Wir können mal gucken, ob der Zombie noch lebt. Oder ob das Chalico gewonnen hat. Mal schauen. Chalico? Da ist ein Trike. Da ist noch ein Trike. Ich sehe weder Chalico noch Zombie. Das ist komisch. Da ist der Pico Mustax. Und ich habe keine Bären dabei für den. Das ist ein 16er Trike. Das ist das Falsche.
Der hat mich nicht gesehen, oder? Doch, der hat mich gesehen. Können wir den betäuben? Jawohl. Der ist nicht so einfach zu treffen. Der ist so klein. Schläft. Super gut. Dann würde ich sagen, verarbeiten wir den einfach noch zu Leder. Wir brauchen auch sehr viel Leder. Von dem her kommt er eigentlich ziemlich gelegen. Oh, die ganzen Dodos kommen jetzt. Oh oh. Dodo-Party. Eine 116er Dodo. Oh oh. Die haben aber nicht mega viele Hitpoints. Also ich glaube, wir schaffen die. Okay, alle down. Und jetzt kommt auch noch so ein Dillo. So, den haben wir verarbeitet. Der Strike kommt ein bisschen nahe. Ist sehr neugierig. So ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht treffen. Oh! Nee, 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 nee. Nee, nee. Hier sind so Madendinger. So Parasiten. Die sind ziemlich cool, weil die haben coole Ressourcen. Aber die sind auch echt gefährlich, weil die können uns infizieren. Vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Zum Glück hat mich die jetzt nicht erwischt. Dieses Madending. Gut. Dann widmen wir uns jetzt unserer eigentlichen Mission und starten mal, dieses Strike zu zähmen. Ich lasse mich schon wieder ablenken, aber hier ist es ziemlich interessant, ne? Hier passiert so viel. Okay, da ist der Zombie und da ist das Chalico. der hat mich jetzt gesehen. Ob das hier noch was wird? Okay, wir machen den auch noch weg. Das ist ein 22er. Und der hat so eine Hazmat-Suit oder sowas an? Oder ist das einfach nur ein Arbeitsanzug? Das ist ein Bauarbeiter oder sowas? Oh oh. Okay. Der ist weit geflogen. Gut. Diese infizierten Madendinger, die sind meistens zu mehreren unterwegs. Also da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass da noch mehr auftauchen. Okay. Alles gut. Das ist unser Trike. Jetzt legen wir endlich mal los. Das ist ein 76er. Das ist Chalico bei uns. Das ist nicht cool. Egal. Müssen wir mit klarkommen, ne? Können wir nicht ändern. Oh. Bist du überladen oder was? Jetzt kommt das andere Trike. Das ist nicht gut. Dann müssen wir das andere Trike wegmachen. Oh nein. Okay. Wir laufen erstmal und machen das andere Trike weg. Das war hier nur ein 20er oder sowas. Oder 16 oder was? Relativ niedrig, ne? Oh, das macht die Palmen kaputt. So ein Trampeltier. Wir gehen da oben auf den Felsen hoch und dann schießen wir mit Pfeilen. Und so der Plan. Wir haben ja ein paar Pfeile hergestellt. Einmal hoch. Und ist es mitgekommen? Nee. Sind wir hier safe? Vielleicht. Okay, wir brauchen erstmal wieder die normalen Pfeile. Und dann versuchen wir jetzt, das eine Trike zu killen. Das ist ein Insekt, das hat Chitin. Das kommt dann später, wenn wir das Trike töten. Und wenn das Trike down ist, dann zähmen wir das andere. Das ist... Ist das hier das 16er? 16er. Okay. Oh, oh, es kommt. Lauf, lauf, lauf. Schneller. Okay. Das war knapp. Wir machen das auch von hier oben. Da sollte das ganz gut funktionieren. Und... So. Da ist es. Pieks. Okay. Das sieht doch gut aus. Trike ist down. Dann wird es jetzt auch gehäutet. Also wir kriegen ziemlich viel Leder zusammen. Das ist schon mal ganz gut. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier unsere Zeit verschwenden würden, sondern wir brauchen das Keratin, wir brauchen das Leder. Das sind alles Dinge, die wir sowieso brauchen. Und ich bin schon wieder ziemlich überladen. Wir gehen mal kurz nach Hause und lassen ein paar Sachen da. Wir können auch direkt mal das Feuer wieder ausmachen. Dass wir nicht unnötig Holz verbrennen. Das machen wir wieder an. Das hier... Also es brennt immer noch vor sich hin und schmilzt Metall. Wir packen mal... Ah, wir haben ja ein bisschen Metall gefunden, ne? Das ganze Fleisch. Brauchen wir das überhaupt? Theoretisch? Das brauchen wir? Metall? Oh, oh. Was war das? Irgendwas ist da. Dagobert? Sind da Insekten? Ja, das sind Insekten. Wo kommen die denn her? Okay.
Die haben die Hütte angegriffen. Also ich hatte noch nie Insekten, die Hütten angreifen. Dagobert? Ist gut? Dagobert ist auch irgendwie ein bisschen verwirrt gerade. Okay. Ja, also wir sehen, wie kompliziert das ist. Ich hebe das Fleisch überhaupt mal auf jetzt erst, dass wir das nicht wegschmeißen müssen. Das können wir mal aufessen. Und da ist noch jede Menge schlechtes Fleisch. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Wir finden so viel schlechtes Fleisch bei den Zombies, dass wir eigentlich das Fleisch nicht aufheben müssen, ne? Aber okay. Besser als es jetzt wegzuwerfen am Anfang. Vielleicht brauchen wir das doch noch. Wo ist denn unser Trike jetzt hin? Ja, wir sehen so ein bisschen, wie schwierig das ist, hier irgendwas zu zähmen. Das ist das Charlico, aber da ist auch ein Trike. Dann ist das wohl unseres, oder? Mal schauen. Kennen wir uns? Oh ja, wir kennen uns. Das machen wir jetzt ganz gemütlich mit Steinen. Und wenn das irgendwie verwundet sein sollte, dann wechseln wir auf die Pfeile. Dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich habe die Vermutung, dass die Tiere hier in dem Modpaket überladen sein können. Vielleicht hat das schon zu viele Zombies abgeerntet oder so. Oder Bären. Ansonsten kann ich mir das jetzt nicht erklären. Vielleicht ist es auch verseucht. Vielleicht hat es die Zombie-Plage. Und wird bald zu einem Zombie-Trike. Oh, da kommt Gesellschaft. Das ist nicht so gut. Wir müssen auch wieder die Pfeile wechseln, ne? Und den müssen wir erstmal abernten. So. Ganz gechillt. Keine Probleme. Das Trike lässt uns ja Zeit. Ja, das muss überladen sein, oder? Was meint ihr? Mal schauen. In die Knie. Nicht auf das Hornschild. Das funktioniert nicht so gut. Oh, ich glaube, wir müssen wechseln. Wir müssen jetzt die Pfeile nehmen. Oder wir reparieren einfach die Schleuder. Es ist schon verwundet? Ich glaube nicht. Sieht man jetzt so von vorne schlecht, aber ich glaube nicht, dass es verwundet ist. Sieht jetzt nicht so aus. Kann nichts erkennen. Schlaf jetzt. Du bist müde. Du bist ein müdes Trike. Oder auch nicht. Boah. Das nimmt echt... Oh oh. Kannst du? Nee, du kannst eh nicht chargen. Du bist überladen. Das geht nicht. Aber es hat's versucht. Versuch macht klug. Okay. Ich mache einfach mal so ein bisschen weiter, ne? Weil das scheint ja so zu funktionieren. Oder? Hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe, dass es müde wird. Oh je. Vielleicht gehen wir doch zu dem Felsen hoch. Und jetzt ist wieder chargen. Ja, wir müssen so ein bisschen gucken, dass auch noch das Charlie-Gut ist gefährlich. Und vom Felsen oben sehen wir dann besser, ob das verwundet ist oder nicht. Und wir können auch besser schießen, ohne das Hornschild zu treffen. Das ist ganz praktisch. Mit Steinen auf Trikes werfen. Ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen verwundet schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Das könnten auch einfach die Steine sein. Nee, es ist verwundet. Okay. Wir machen das jetzt mal so, dass wir auf Pfeile wechseln. Auf unsere Trank Arrows. Ich weiß jetzt nicht, ob es flieht oder ob es nicht. Das sieht ein bisschen aus, als würde es fliehen. Also vielleicht sind wir schon ziemlich nah dran und es ist schon ein bisschen müde. Mal gucken. Ich hoffe, dass es nicht stirbt. Oh, jawohl, es schläft. Super gut. Wir haben Pfeile gespart. Ich habe jetzt hauptsächlich die Steine verwendet. Wir haben, ich weiß nicht, 80 Steine, 90 Steine auf jeden Fall verwendet. Und die Schleuder ist dreimal kaputt gegangen oder so. Aber jetzt ist es müde. Und es sieht noch ziemlich gut aus. Es hat ein Drittel der Hitpoints noch. Also alles easy. Jetzt brauchen wir einfach nur ein paar Bären. Und dann sollte das Ganze ein Selbstläufer sein. Bären haben wir ja genug. Hier ist die Kiste. Wir nehmen einfach mal die 80 Bären mit. Und hoffen, dass das dann reicht, ne? Ich weiß nicht, wie hungrig so ein Trike ist. Da ist das Charlico. Wenn wir jetzt ein Bier hätten, dann hätten wir einen neuen Freund. Aber ich habe leider kein Bier. So. Okay. Es frisst. Das ist schon mal gut. Und es hat aber keinen Hunger. Also es wird noch ein Weilchen dauern. Es hat kaum Hunger. Es frisst jetzt ein, zwei Beeren und dann müssen wir erstmal warten. Das heißt, wir lassen das jetzt einfach da liegen. Okay. Ich hoffe, dem passiert nichts. Da vorne ist ein neues Trike. Das könnten wir auch direkt abchecken.
Aber ich denke, ein Try reicht uns jetzt erstmal. Das war aufwendig genug. Ich trinke mal einen Schluck Salzwasser. Das hilft gegen Durst. Zumindest hier in Ark. Gluck, gluck. Okay. Und dann ist eigentlich alles wieder gut. Ich wechsle auch direkt mal wieder die Pfeile, falls hier irgendwo ein Zombie um die Ecke biegt. Und dann sind wir schon wieder ein ganzes Stück weiter. Wir haben jetzt zumindest schon Trank Arrows. Wir haben auch wieder zwei Level-Ups. Bam, bam. Und was jetzt super wichtig wäre als nächstes, wäre dann wahrscheinlich Cementing Paste. Da können wir uns dann überlegen, was wir machen. Wir könnten natürlich das Trike satteln. Können wir einen Trike Sattel schon herstellen? Mal gucken. Wir brauchen einen Trike Sattel. Ja, Level 16, easy peasy. Und den können wir bestimmt im Inventar herstellen, oder? Trike. Go, go. Fiber, Hide und Wood. Zum Glück haben wir viel Hide gesammelt. Da brauche ich nämlich echt viel von dem Zeug. Das verheizt sich hier wie nix. Wir haben auch so Leech Blood gefunden. Einen Kühlschrank könnten wir uns auch mal herstellen. Das wäre auch auf jeden Fall ein Upgrade. Dass wir unser Fleisch so ein bisschen aufbewahren können und so. Das kann man, glaube ich, jetzt dann langsam ausmachen. Jawohl. Das machen wir auch mal wieder aus. Und was können wir eigentlich weiterlaufen lassen, ne? Das ist so langsam. Ich esse die Steaks schneller, als das Lagerfeuer die braten kann. Können wir wieder ein, zwei essen. So. Dass wir immer schön satt sind. Dann werde ich mal so eine Rampe bauen. Auf unser Trikey warten. Das schläft da hinten ganz gemütlich. Und dann ja, ein paar Pfeile und sowas herstellen. Ein bisschen weiter vorbereiten einfach. Es gibt so viel zu tun. Und da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwoher. Es gibt so viele S-Plus-Items. So viele Superstructure-Items, die echt cool sind. Ja, ob wir irgendwoher Cementing Paste bekommen. Ich glaube, die nächsten Biber sind echt weit weg. Wir sind übrigens hier auf der Map unterwegs. Da wurde ich auch gefragt, wo wir denn genau sind. Wir sind ganz unten im Südwesten unterwegs. Und der nächste See, wo es Biber gibt, der ist, glaube ich, irgendwie so zentral im Süden eher so in der Richtung. Also da müssten wir schon ziemlich weit fahren. Ne? Da müssen wir wieder das Floß nehmen. Aber das wäre bestimmt die beste Variante, um an Cementing Paste zu kommen. Weil die selber herzustellen ist halt echt aufwendig. Dafür brauchen wir unglaublich viel Chitin. Und das haben wir ja auch nicht, ne? Wir bräuchten für einen Cementing Paste bräuchten wir 4 Chitin. Und wir haben ja nur 100 oder so. Da kommen wir nicht weit mit. Wir brauchen deutlich mehr. Also ich glaube, wir sollten uns auf die Suche nach Biberdämmen machen. So, der Kühlschrank bzw. der Preserving Bin steht. Wir haben so ein bisschen Spark Powder hergestellt. Das ist ja super easy. Da brauchen wir halt ein bisschen mehr Flint wieder. Das verheizt sich immer ganz schnell für die Pfeile. Ich glaube aber, dass jetzt unser Trike aufgewacht ist. Das steht da hinten. Super gut. 113er Trike. Ich glaube, das sollte ein echtes Upgrade für uns sein. Hallo du. Willkommen im Tribe. Alles cool bei dir? Du kriegst direkt mal so einen Sattel hier. Bam, bam. Jawohl. Jetzt können wir nämlich gescheit Beeren sammeln und so. Was hast du denn? Oh, oh. Es hat keine Ausdauer. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen verbuggt oder so. Ich habe keine Ahnung, was das hat. Das muss irgendwie buggy sein. Also das hat hier den Debuff, dass es nicht rennen kann. Und der ging beim Zähmen nicht weg. Den hatte es ja schon. Okay. Jetzt funktioniert wieder alles. Super komisch. Also das ist echt seltsam. Wir haben super viele Hitpoints. Wir haben auch ein bisschen Gewicht. Ich glaube, wir gehen noch so ein bisschen in Gewicht. Wir sammeln, glaube ich, hauptsächlich Beeren mit dem Trike, oder? Ja, am Anfang wird es uns natürlich auch beschützen. Also Melee-Damage schadet natürlich auch nicht. Aber so Beeren sammeln, das ist absolut Killer. Dann sind ja leider keine Büsche mehr, ne? Die sind halt dann alle weg. Aber wir brauchen ja auch ein paar Beeren. Ich glaube, das reicht. Einmal noch. Bam. Dann haben wir jetzt genug Beeren, um wieder ordentlich Narcotics herzustellen. Und so ein Trike ist, glaube ich, auch allein schon deswegen ein riesen Upgrade. Oh, das ist echt viel. Weil wir auf dem Trike, glaube ich, nicht von Zombies überrascht werden können. Ich glaube, die können mich da nicht runterholen oder so. Das heißt, wir sind absolut safe. Und das ist natürlich schon was ganz Tolles. Okay. Das kommt alles hier in den Mortar und Pestle. Die Hütte ist randvoll. Die ist absolut vollgestopft. Also müssen wir uns ganz dringend um mehr Platz kümmern. Und ich habe da so einen Plan.
Dafür bräuchten wir aber Cementing Paste. Das heißt, ich glaube, wir brechen dann mit dem Trike auf und nehmen vielleicht auch direkt Dagobert mit auf so eine längere Expedition. Schauen, dass wir ein bisschen Metall vielleicht finden und Biberdämme. Aber das ist halt einfach super gefährlich, ne? Ich weiß nicht, ob das... Oder ich fahre wieder alleine mit dem Floß. Das sind jetzt die beiden Optionen, die wir haben. Alleine mit dem Floß können wir wenigstens kein Dino verlieren. Das heißt, das ist schon deutlich sicherer. Ich dachte, da oben wäre ein Zombie, aber ist alles gut. Das Frank hat nur irgendwie komische Sachen gemacht. Andererseits könnten wir natürlich auch deutlich... Ja, okay, wir können auf dem Raft auch mehr mitnehmen als mit den Dinos, ne? Also ich glaube, wir nehmen wieder das Raft. Das ist einfach die beste Variante, ehrlich gesagt. Okay, ich kann noch ein bisschen was tragen. Gut. Wir bräuchten auch eine Feeding Trough. Da haben wir, glaube ich, kein Rohmetall mehr für. Das heißt, im Moment können wir die nicht herstellen. Ich packe die Beeren jetzt alle mal hier mit rein. So viel da reinpassen. Das ist nicht viel. Und der Rest kommt jetzt erstmal in diese Kiste. Das ist unsere gemischte Lagerkiste. Den Rest schmeiße ich einfach weg, oder? Brauchen wir so viel Stimberries? Ich glaube nicht. Wir könnten so ein paar Stim-Teile herstellen. Das wäre nicht verkehrt. Den Rest bekommt das Trike, damit es was zu essen hat. Hier. Iss mal was. Nicht, dass du uns vom Fleisch fällst, ne? Ich glaube, ich habe einen Namen für dich. Horn Dog. Horn Dog ist unser neues Trike. Und der sollte uns hier auf jeden Fall zu Hause ganz gut beschützen können. Mit dem können wir dann auch ein bisschen aufbrechen und Ressourcen holen. Der kann ja ordentlich was tragen. Also der ist auf jeden Fall ein Riesen-Upgrade für uns. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem jetzt auf eine Mission aufbrechen sollten. Das ist dann, glaube ich, doch so ein bisschen zu gefährlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass hier auch theoretisch T-Rex und sowas rumlaufen. Und wenn wir die treffen, dann ist es, glaube ich, ziemlich schnell vorbei. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist alles hier lassen. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Und dann aufbrechen und ein bisschen Metall holen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Metall bräuchten wir dringend. Von dem her, glaube ich, machen wir das mal fix. Und gehen wieder rüber zu dem Ravager Flüsschen, da wo wir das letzte Mal gefressen wurden. Und versuchen da mal irgendwie so ein bisschen Metall noch aufzutreiben. Das ist bei uns, glaube ich, die beste Gegend, um Metall zu holen. Das ist nicht allzu weit weg. Und aus den Flusssteinen bekommt man eigentlich ganz gut Metall raus. Was war das? Ein Zombie! Oh oh! Mach den weg! Da ist wieder ein Zombie aufgetaucht. Ja, versenkt ihn! Ich glaube, wir helfen so ein bisschen. Sonst schwimmen unsere Tiere so weit raus. Okay, das sind Level 8er. Komm mal wieder mit hier hoch. Ah, da liegt er, ne? Wir haben ihn wieder an Land geworfen. Das ist ja praktisch. Ah, der hat was dabei. Moment. Ein Hirn. Super. Oh, was ist das? Da kommt einer. Den schmeißen wir direkt weg. Oh, wir können ihn nicht zurückstoßen. Okay. Das scheint ein ziemlich starker zu sein. Oh, er fliegt. Den finden wir ja nie wieder. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeflogen ist. Wir können so ein bisschen... Ah, hier liegt er, ne? Okay, wir müssen einfach in die Richtung gucken, dann finden wir den schon irgendwie wieder. Oh, da kommt einer. Das ist nochmal so einer, ne? Also man kann die nicht zurückstoßen, man kann die aber wegwerfen, wenn sie tot sind. Da kommt auch noch so ein Madendings. Okay, den haben wir auch. Und die Maden, die verfolgen den. Also ich glaube, die ernähren sich von Aas. Die Parasiten. Die Dillos sowieso, klar. Die sind schon unterwegs. Wir ernten den mal. Und ich höre da was. Es regnet. Es ist dunkel. Und hier sind die ganzen Parasiten, ne? Wo sind die? Nee. Wo sind die denn alle? Super komisch. Der Dillo ist da hinten. Ich dachte, der will den Kollegen fressen. Will er aber gar nicht. Die haben alle keine Ressourcen dabei. Sehr verwirrend das Ganze. Die sind auf jeden Fall jetzt da. Oh, da sind die Dinger. Ich sehe sie. Die sind noch schwer zu übersehen. Das waren 3. Die müssen wir unbedingt abernten. Die haben die allerbesten Ressourcen dabei. Nummer 1. Und... Oh! Irgendwas war da.
Wo sind die anderen? Da kommt ein Dillo. Sind die anderen alle weg? Das ist ja komisch. Irgendwie habe ich nur einen gefunden. Aber gut. Von hier oben sehen wir mehr. Aber das ist auch nichts. Der Dillo hat jetzt Angst vor uns. Weil wir Horndog dabei haben, denke ich mal. Der ist ihm dann doch eine Nummer zu groß. Was ist das? Der hat einen roten Kopf. Der Dillo kommt doch wieder. Ach, da unten liegt so eine Made. Ich glaube, wir haben die so weit weggeschleudert. Ne? Dillo? Also eigentlich sind wir hier, um Metall zu sammeln. Aber ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen aufwendiger. Wir müssen erstmal die ganzen Dillos hier wegräumen. Dagobert? Dagobert macht das, oder? Hol den dir. Wir machen so lange die beiden hier weg. Und die kann ich halt nicht ernten, weil die fliegen zum Mond. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ist der Dillo schon zerlegt? Dagobert, hast du den Dillo gefressen? Dann bist du ja jetzt satt, ne? Sehr gut. Okay. Wir können mal da drin gucken hier, ob da irgendwo was rumschwimmt. Aber ich glaube, die Parasiten, die basieren ja auf Leeches. Und Leeches sind im Wasser ganz gut unterwegs. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Leechblatt. Dass die uns da nicht erwischen im Wasser und infizieren. Aber es ist jetzt nicht mehr so schlimm, wenn wir infiziert sind, weil wir haben jetzt Horndog dabei, auf dem können wir reiten, auch wenn wir keine Ausdauer haben. Und ich habe jetzt immer öfter wilde Dinos gesehen, die keine Ausdauer haben, also die nicht gescheit laufen können und so. Und das scheint wohl doch dieser Z-Virus zu sein. Also ich glaube, wir können gegnerische Dinos auch infizieren, also wilde Dinos mit dem Virus infizieren. Und dann können die nicht mehr so schnell laufen. Das heißt, wir sind dann einigermaßen sicher vor denen. Das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Das ist jetzt im Moment nur so eine Vermutung. Also die Zombies scheinen die infizieren zu können. Da scheint es zu funktionieren. Ob wir das können mit dem Z-Virus und ob das sofort wirkt oder erst später irgendwie verzögert, weiß ich nicht. Das müssen wir halt alles ausprobieren. Bei mir ist es ja jetzt so, wenn ich infiziert werde, dann geht die Ausdauer halt langsam aus und regeneriert sich nicht wieder. Das heißt, irgendwann habe ich keine Ausdauer mehr und kann nicht mehr gescheit laufen. Und bei den wilden Dinos wird das dann irgendwie so ähnlich sein. Ne? Also hier kommt ganz gut Metall raus. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hier komme ich immer her, wenn wir Metall brauchen, weil Metallvorkommen gibt es halt bei uns nicht. Wir sind hier im Süden am Strand und da gibt es halt einfach keine Metallvorkommen. Oh, ich habe so Angst, dass hier gleich wieder so ein Dors auftaucht. So ein infizierter Hund. Die waren echt nicht cool. Wir waren, glaube ich, das letzte Mal oberhalb des Wasserfalls. Jetzt sind wir unterhalb. Aber die Flusssteine gibt es hier überall. Also das ist allgemein eine gute Gegend, um Metall zu sammeln. So, meine Hacke ist durch. Das heißt, mit dem Metallsammeln war es das dann erstmal. Wir müssen nach Hause die Spitzhacke reparieren. Wir haben aber ganz gut was gefunden. Wir haben jetzt 176 Metallerz und wir haben jede Menge Flint mitgesammelt. Das können wir dann direkt zu Spark Powder verarbeiten. Und dann können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht so ein bisschen Richtung Gunpowder schauen, ne? Wir haben auf jeden Fall jetzt Horndog als Verstärkung und natürlich Dagobert. Ganz wichtig. Dagobert kann man noch so ein bisschen auf Hitpoints leveln, dass dem nichts passiert. 1500 ist, glaube ich, gut. Der hat auf jeden Fall genug zu essen. Der hat ja hier die ganzen Dillos aufgefressen. Und ja, ich werde mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen, werde mal die Spitzhacke reparieren. Das ist echt eine super schöne Gegend hier. Da unten, okay, der Stein ist irgendwie sehr dunkel. Liegt der im Schatten? Das sieht gerade sehr ulkig aus. Das kenne ich so dunkel nicht. Vielleicht ist das einfach wieder so eine Art, so eine Sache der Perspektive. Eigentlich war der Stein mal heller. Auf jeden Fall sind wir hier an diesem coolen Fluss mit den coolen Wasserfällen. Und hier ist auch relativ unzugänglich. Das heißt, die Zombies finden uns nicht so schnell. Das ist auch ganz praktisch. Und hier gibt es mega viele von den Flusssteinen, wo extra viel Metall drin ist. Also auf jeden Fall die beste Location bei uns in der Gegend, um hier Metall ranzuholen. Ja, wir waren auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Ich bin diesmal nicht gestorben. Ziemlich verrückt. Solche Tage soll es auch manchmal geben. Wir haben jetzt richtig starke und hornige Verstärkung mit Horndog. Und jetzt brauchen wir dann eigentlich nur noch ein bisschen Cementing Paste, um auch so ein bisschen weiter in die höheren Tiers vorzustoßen. Das heißt, da werden wir dann wahrscheinlich wieder mit dem Raft aufbrechen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genug Metall und können uns dann die Waschmaschine herstellen. Da bin ich selber sehr gespannt. Ich hoffe, die braucht keinen Strom. Wenn die Strom braucht, dann haben wir erstmal wieder ein Problem. Dann brauchen wir nämlich wirklich Cementing Paste und vielleicht sogar Polymer und so ein Zeug, damit wir uns hier Strom beschaffen können. Und so einen Generator und sowas bauen können.
Mal schauen, wir werden sehen. Vielleicht geht die Waschmaschine ja auch irgendwie so handbetrieben. Mal gucken. Das war es auf jeden Fall erstmal für diese Folge von Arg Untot. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.